So, das Projekt Rolls-Royce Interieur ist abgeschlossen. Das Auto ist fertig. Da bin ich wieder. So, also alles Alcantara. Guckt euch die Nähte an. Also wirklich tico-taco gerade. Und das ist das, was ich meine. Hier riecht das wirklich wie in einem Neuwagen. Ja? Und das habe ich vorher vermisst. Hier ist alles Alcantara. Ja, hier am Tacho sogar. Schaut mal. Am Tacho ist diese Kroko-Prägung. Wenn es abends beleuchtet ist, spiegelt das in dem Tacho. Sieht richtig cool aus. Ne? Da machen wir auch ein Video, wie das abends aussieht. Mit dem Sternenhimmel. Ist schon geil. Finde ich. Persönlich, also das ist wirklich, wie gesagt, mein Geschmack. Ja, jeder hat einen anderen Geschmack. Der eine sagt Krokodilleder, der andere Schlangenleder. Ja, so, mit dem Rot zu viel, zu wenig. Ich finde es gut. Ja, Ola, Oli, was sagst du? Geil aus, auf jeden Fall. Was noch dazu kommt, was der Victor nicht geschafft hat, ist der Kofferraum und die Fußmatten. Also der macht trotzdem Fußmatten für so Messen und so weiter, auch in dem Kroko-Design und so weiter. Mir persönlich sind diese Fußmatten viel lieber. Ja? Das ist das erste Auto, wo ich am liebsten barfuß fahre. Wirklich. Auf jeden Fall hier alles fertig. Guck mal. Auch hier schön die ganzen Konsole, alles. Ja. Und natürlich jetzt der Mix mit dem schönen Sternenhimmel. Komm ein bisschen her. Hopp. Oh, Chef. Normalerweise fährt man Rolls-Royce hinten. Ja. Nur im Coupé nicht. War schon cool aus. Finde ich nicht schlecht. Sieht schön aus. Guck mal hier, alles. Ja. Ich muss ein aufpolieren, Olli. Mhm. Ja, hier so schöne Nähte. Hier ist diese Krokodilprägung. Napa-Leder. Ich habe ein kleines Problem, habe ich. Und zwar mit Alcantara-Leder. Ne? Alles schön gut, aber was mich stört, Olli, guck mal, wenn man das ein bisschen hier, könnt ihr sehen, ja. Sieht aus wie schmutzig. Ja? Aber das sieht nur so aus. Schaut mal. Ich sitze manchmal im Auto und streiche das Auto in eine Richtung, dass das alles gerade ist, weil mir ist das zu fleckig. Ja? Ist zwar schön flauschig, ja? Das riecht unglaublich gut in dem Auto. Also wirklich, wenn jemand vielleicht von euch in der Nähe hier ist, kommt vorbei, guckt euch das an, wie das aussieht. Ja? Macht euch mal Fotos vielleicht oder sowas. Man hat nicht immer eine Möglichkeit, in einem Rolls-Royce zu sitzen. Wenn man dann wirklich nach Rolls-Royce geht oder so, die sind dann nicht meistens, nicht nur bei Rolls-Royce, aber auch bei Porsche, wenn man da irgendwie hingeht. Und wenn man sagt, als junger Porsche kommt man dann mit dem Golf vorgefahren und sich irgendwie das Auto von innen anschauen möchte, dann sind die meistens knatschig. Ja? Weil die denken, ja, der mit dem Golf kann sich eh kein Porsche leisten. War bei mir genauso. Die Zeiten haben sich so ein bisschen geändert. Ja? Mir geht es etwas besser als damals und jetzt funktionieren die Leute auf einmal ganz anders. Ja? Also früher war ich bei Porsche hier in Moers am Niederrhein, da hat mich kein Arsch angeguckt, ja? Wirklich niemand. Ich kam da rein, da ist nicht mal einer aufgestanden. Ja? Also nach einer halben Stunde kamen die, können wir ihnen weiterhelfen. Ja? Nach einer halben Stunde fand ich nicht cool. Ja? Wenn ich heute mit dem Rolls-Royce vorfahre, springen die schon raus, alle, wirklich. Und fragen mich, welches Auto willst du fahren? Ja? Also, wenn ihr Lust habt, kommt vorbei, kann sich jeder das Auto anschauen. Ich habe da gar kein Problem, kann sich auch jeder reinsetzen. Im Gegensatz zum Autohaus, ich sag mal, ob Rolls-Royce oder vielleicht auch Porsche, bedienen wir jeden Kunden gleich. Ja, wirklich. Also bei uns sind auch die in Anführungsstrichen Golfkunden auch sehr gute Kunden, weil ich habe selber einen Golf damals gefahren und bin nach Porsche am Niederrhein gefahren zum Beispiel und die haben mich gar nicht bedient, ne? Überhaupt nicht. Und die sehen das an der Scheibe schon, womit kommt der Belzec? Kommt er mit dem Porsche, ist er ein Kunde? Kommt er mit dem Golf, was will der hier? Ne? Nach dem Motto. Das war nicht schön. Ja? Also meine Erfahrung da war überhaupt nicht schön. Und wenn ich jetzt natürlich vorgefahren komme mit einem Rolls-Royce, ja, sieht die Geschichte schon anders aus. Ja? Finde ich nicht okay, weil man muss nicht immer alles plötzlich zeigen, was man hat.
und ich bin nicht der Typ auch, ja. Ich laufe immer so mit Jeans, guck mal, Schuhe und so weiter, ja, also Turnschuhe, ich brauche keinen Anzug, um mir irgendwas zu kaufen, ja. Also ich bin da sehr einfach gestrickt, ne? Deswegen, ja, also wer möchte, kommt vorbei, guckt euch das Baby an, ne? Ist jeder herzlich willkommen bei uns. Aber wisst ihr, was richtig cool an dem Auto ist? Kann man das sehen? Warte, hab ich Schlüssel? Warte. Schlüssel? Guck mal. Guck mal. Das sind Lamm-Fußmatten. Da war das. Wisst ihr, was die Fußmatten kosten? 1700 Euro. Ja. 4 Stück natürlich. Ne? Nur 1700 Euro. Spaß. Nein, aber die kosten wirklich 1700 Euro bei Rolls Royce, original. Ja? Sind aber von der Qualität natürlich Hammer. Wirklich. Ich muss noch eine andere Geschichte erzählen. Wo ich mir das Auto angeschaut habe, ja, habe ich mich reingesetzt und das ist wirklich so ganz. Guck mal, mit dem Turnschuh. Ich hab zuerst gedacht, das ist nass oder sowas. Also so weich, nass, keine Ahnung. War ein komisches Gefühl auf jeden Fall. Ne? Da habe ich mit der Hand angefasst, was das ist. Wo ich das gemacht habe, ne, habe ich gesagt, ich kaufe das Auto. Das ist wirklich nicht normal. Also wirklich, ich habe noch nie so Fußmatten gesehen, ja, die so extrem weich sind und sich so geil anfühlen. Auf Deutsch gesagt, ich weiß nicht, ob man sowas sagen darf oder nicht. Da ist die Entscheidung für mich gefallen, das Auto zu kaufen. Ja. Wirklich. Klingt vielleicht komisch, ja, aber es ist manchmal so dieses Pink. Und dann kauft man was. Also wirklich, manchmal ist bei mir Kleinigkeiten, die das entscheiden, ob ich sowas kaufe oder nicht. Ja? Am liebsten würde ich jetzt barfuß fahren in dem Auto oder mich so hinlegen, da weißt du, wie so ein kleines Hühnchen, ja, und auf so eine Fußmatte dazu liegen. Wirklich schön. Ne? Ja, so sieht's aus. Also ich würde die Ausstattung, wie würde die KM Geist sagen, das ist der Oberburner. In dem Sinne auch schöne Grüße an KM. Ja. Apropos KM. Ich bin so ein bisschen mit der Familie Geist befreundet. Und zwar nicht nur befreundet, sondern bin ich auch ein bisschen geschäftlich mit denen was am Machen. Wir machen gemeinsame Projekte. Nachdem ich das letzte Mal bei dem Robert und bei der KM in Saint-Tropez gewesen bin, haben wir entschieden, dass Robert, ne, und die KM auch zusammen, ein paar schöne Designs mit uns zusammen machen, ja, und wir fangen an natürlich mit nichts anderem als einen Urus, genau, ein Lamborghini Urus in Roberto Gaisini Design machen, ja, und so fangen wir an, ja. Auf der Motoshow in Essen machen wir einen Stand, wo der Robert sein erstes Kunstwerk live betrachten kann, ne? Seid gespannt, kommt vorbei. Ja, wir sind auch dieses Jahr auf der Motorshow Essen. Wollten wir eigentlich nicht mehr, weil wir uns mehr auf die Messen in Asien oder USA konzentriert haben. Deswegen haben wir die Motorshow Essen seit 2 Jahren nicht mehr gemacht. 2017 das letzte Mal. 2018 waren wir nicht dabei und 2019 sind wir wieder dabei. Ne? So, in dem Sinne, schöne Grüße an den Herrn Sawatzki. Der hat mich überredet, bei der Motorshow in Essen wieder mitzumachen. Ja. Und wir sind dabei. Ne? Guckt euch das an. Ne? Was noch cool ist, was noch richtig cool an dem Auto ist. Achtung. Achtung. Läuft. Nein, die Türen sind elektrisch bei dem Rolls-Royce. Ja? Guck mal. So. Weil sonst komme ich da gar nicht hin. So, schaut mal. Zack. Wer weiß, warum die Türen bei dem Rolls-Royce verkehrt rum aufgehen? Ich erkläre euch was. Ich erkläre euch was. Und zwar, schaut mal, die gehen so auf, so quasi, ne? So. Ne? Wenn man mit einem Rolls-Royce unterwegs ist, dann kann man die Türen aufmachen,
und die ganzen hübschen Mädels sammeln. Ich mache nur Spaß, nein. Das ist besser und angenehmer zum Aussteigen und Einsteigen. Ne? Man hat ja natürlich nicht die... Wer war das? Man hat natürlich nicht die... den Platz hier. Ne? Was nur gut bei dem Rolls-Royce ist, der ist, obwohl er ein Coupé ist, ja, warte mal zu, ist der länger als ein Audi A8. Ich fahre ja geschäftlich Audi A8, ne? Ich habe so einen Firmenwagen A8, kennt ihr vielleicht, und der Rolls-Royce ist viel länger. Ja? Schaut mal her zum Beispiel. Schaut mal, wie das alles verarbeitet ist. Das ist alles original noch, ne? Guck mal hier, die Teppiche und alles, ne? Das ist alles so weich und so perfekt verarbeitet, ne? Wirklich, wirklich schön. Auch hier sogar, ja? Das hat der Audi nicht so, ne? Nicht so schön, ja? Nein. Achtung. Schon cool gemacht, ne? Jo. Sehr cool. Wir werden noch ein Video machen. Ich werde mal mit dem Rolls-Royce versuchen zu driften. Ich habe noch nie gedriftet. Ich finde, das ist ein perfektes Auto dafür. Ja? So als erstes mal driften. Und ich mache das mit Olli zusammen. Fährt man Olli quer. Olli hat eine Kotztüte. Was? Fährt man quer, sieht man mehr, ne? Sagt der JP immer, ne? Jean-Pierre. Na, du hast recht, wir schauen mal. Wir machen Fenster auf und gucken, ob wir das in so 16:9 sehen können. So, machen wir noch einen kleinen Carporn. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Auf jeden Fall, ja, abonniert uns, drückt mal auf die Glocke. Ne, dann verpasst ihr nichts. Nochmal, wir sehen uns auf dem Motorshow Essen. Spätestens auf dem Motorshow in Essen. Ja, und komm bitte vorbei, dann machen wir eine ganz große Eröffnung mit dem Roberto Gassini Lamborghinis Ursus. Ich weiß, ich habe heute gute Laune, warum auch immer, heute ist Montag und ich habe gute Laune. Ich weiß nicht warum, aber so ist das. Ja. Ich bin heute gut drauf, richtig gut drauf. Ne? Und ja.